Hallo und herzlich willkommen bei Blank with Movies. Ja, heute wieder ein neues Tutorial, wie gestern schon in den Kommentaren versprochen, nicht besprochen. Ich habe gesehen, gestern Abend 152 Abonnenten. Mann, ihr legt hier richtig los. Das sind 52 neue Abos innerhalb von 6 Tagen. Und ich finde, für meine Verhältnisse ist das ziemlich schnell. Ja, ich trinke jetzt nochmal einen Schluck Cola und dann legen wir auch direkt mit unserem Tutorial los. So, also und zwar heute möchten wir uns erstellen so eine Art 3D-Box, von einer Softwareverpackung oder einem DVD-Cover, sowas in der Art. Es gibt dazu auch schon zigfach Millionen von Tutorials. Trotzdem habe ich gemerkt, als ich dieses gebraucht habe, hat's lange gedauert, mich in diesem Dschungel von Tutorials durchzukämpfen und geeignete Tutorials dafür zu finden. Und es gibt viele, die hauptsächlich das Ganze mit einem Skript machen, wo ihr euch einfach nur ein Photoshop-Skript runterladet, euer Cover normal 2D erstellt und der das euch in 3D umwandelt. Und ich finde das kein vernünftiges Tutorial, da man da nicht erkennen kann, wie es denn funktioniert. Aus dem Grund zeige ich euch mal meine Art davon und ja, so soll das Ganze dann aussehen. Das könnt ihr natürlich fürs YouTube-Design verwenden oder für andere Zwecke. Hier könnt ihr sehen, Photoshop-Tutorials und Gameplays. Natürlich wie gewohnt von mir im Adobe-Style. Ja. Und wir legen direkt einfach mal los und ich öffne mir meine Datei. So sehen die Dinger dann aus, wenn sie erstellt werden. Und ja, wir fangen an. So, ich lösche mir nun erstmal die unnötigen Sachen, die ich nicht brauche, heraus. Ja. Aber ich belasse mir trotzdem mal meine Vorlage, da ich die Proportionen so ganz gut hatte und das auch dann damit vorführen möchte, aber ich zeige euch erstmal, wie ihr dann sowas erstellt. Ja, ihr nehmt euch erstmal das Auswahl-Rechteck-Werkzeug und zieht euch hier so ein Rechteck, wie ihr euer Cover ungefähr haben möchtet, also die Frontseite, und erstellt euch natürlich eine neue Ebene und füllt dieses dann aus. Nun könnt ihr euch das passende Farbschema, euren Farbstil auswählen. Ich nehme jetzt mal hier so ein tolles, keine Ahnung was, Pink-Rosa, Pink 3D heißt es. Aha, ja. So, das ist das Frontcover. Die Ebene kann ich mir einfach duplizieren. Dann mit STRG und T transformieren, also das Duplikat, und ziehe mir hier mein Seitenteil, wie groß ich es haben möchte. Bestätige mit Enter und verschiebe es mir mit dem Auswahlwerkzeug und den Pfeiltasten nach links, bis ich denn die Kante erreicht habe. So, ihr seht, es liegt genau an. Ja, das ist jetzt mein Seitenteil, das ist die Front. Nun versehe ich das Ganze noch mit einem Text. Wir nehmen jetzt hier mal ja, machen wir einfach mal Software Reviews. Dazu nehme ich SR. Transformiere das Ganze etwas größer. Und leg mir das hier so rein. Ja, gebe dem Ganzen noch eine weiße Farbe, damit es auch im Adobe Style passend ist, und dupliziere mir die Ebene, transformiere diese noch einmal etwas kleiner, drehe sie auch zugleich. So, und kann jetzt das Ganze bestätigen und meinen Text für die Seite eingeben. Das wären jetzt zum Beispiel Software Reviews. So, muss ich natürlich noch nachtransformieren, mir das hier reinpasst. Perfekt. So, Front und Seite sind erstellt. Nun würde ich empfehlen, wenn ihr noch weitere von diesen Dingern machen möchtet, euch die vier Ebenen zu markieren, dazu auf die Software Reviews, also die oberste Ebene gehen.
Shift gedrückt halten und auf die unterste Ebene klicken, unser Frontcover, und dann Ebenen duplizieren. Und dann könnt ihr die Duplikate ausblenden und habt für später nochmal die gleichen Proportionen vorhanden. So, nun füge ich mir mein Software Reviews und meine Seitenebene, indem ich beide markiere, STRG gedrückt halten, dann auf die beiden Ebenen klicken und auf eine Ebene reduzieren, das gleiche mit SR und der Frontebene, damit diese dann verbunden sind, wie ihr hier sehen könnt. So, und nun der einfachste Schritt. Wir transformieren das Ganze perspektivisch, ziehen hier an der Ecke ein wenig runter, so wie wir das haben möchten, machen dann nochmal eine Transformation mit STRGT und ziehen uns das hier ein wenig nach rechts, nach links, weil er das Ganze dann immer so streckt, und gehen dann auf die Seitenebene, transformieren perspektivisch und ziehen an dieser Ecke ein wenig nach unten. Und haben schon ein 3D-Cover erstellt. Nun werden wir uns noch eine Spiegelung hinzufügen. Dazu dupliziere ich mir beide Ebenen. So, sage bearbeiten, transformieren, vertikal spiegeln. Ziehe die mir so runter, dass hier noch ein kleines bisschen Platz zwischen ist. Nehme mir die Frontebene und muss das Ganze jetzt rückwirkend wieder perspektivisch machen. Dazu ziehe ich die obere Ecke nach oben, so damit es ungefähr gerade ist. Und mache das Ganze auch mit der anderen Ebene hier. So. So, nun haben wir hier beide Ebenen transformiert, können uns diese noch einmal duplizieren. Ich zeige jetzt eine andere Form und diese auf eine Ebene reduzieren und dann ein wenig nach unten verschieben, so dass wir ungefähr unser Ergebnis erzielen wollen möchten, so dass die Höhe ungefähr diese hier ist, können die Ebene ausblenden und mit dem Radiergummi auf den beiden anderen Ebenen hier erstmal alles wegmachen und die Auswahl wieder aufheben. So, die beiden Ebenen mache ich mir auch einfach mal auf eine, ist leichter. So, und jetzt gehen wir auf Filter, Weichzeichnungsfilter, Bewegungsunschärfe. Und ich habe jetzt hier minus 90 Grad im Winkel und einen Abstand von 46 Pixel bei mir. Müsst ihr für euer Belieben halt anpassen. Das Ganze bestätigen wir und setzen dann die Deckkraft noch ein wenig runter. Beispielsweise jetzt auf 35% oder 34% und haben somit quasi auch einen coolen Spiegelungseffekt erzielt, der aber nicht so aussieht wie die gewöhnlichen Effekte. Ja, das war's schon vom Tutorial. So einfach war das. Ich finde, das Ergebnis sieht doch ganz gut aus. Also sind schöne Boxen, könnt ihr für viele verschiedene Sachen machen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir eure Meinung dazu. Und ja, ich verabschiede mich von diesem Tutorial aus und hoffe, ihr guckt alle schön WM. Gestern die zwei Spiele waren etwas langweilig, wie ich finde, aber ich denke mal, in den nächsten Tagen wird das noch was. Ja, ich bedanke mich für die vielen Abonnenten nochmals, 152, und ich hoffe, ihr konntet auch mit dem Länderbanner hier etwas anfangen. Also er hat euch hoffentlich auch etwas gebracht. Und ja, schaut meine Videos, favorisiert, abonniert, wenn ihr noch kein Abonnent seid. Und schreibt eure Comments. Das war's. Macht's gut.